Hier ist sie, die Stand-Up-Weltpremiere, natürlich dementsprechend anmoderiert von unserem Supersprecher Patrick Linke. Bitte schön, hier. Ihr Motto lautet, Mann, ich liebe Fun. Oder abgekürzt, MILF. Hier kommt das Heißeste, was die deutsche Comedy zu bieten hat. Riesenapplaus für die einzigartige Verona Poth. Yes! So. Ja, ich würde sagen, ein Stand-up ist eine kleine Nötigung, weil man stellt sich hier hin und sagt von vornherein, gleich wird's witzig und vielleicht ist es gar nicht witzig. Ich finde es total anstrengend, zu einer Freundin zu sagen, zum Beispiel zu dir, oh, ich kenne einen Mörderwitz und den musst du dir jetzt anhören. Weißt du, was denn passiert? Genau das, du lachst im Vorfeld schon. Du stellst dich drauf ein, es wird witzig. Ne? Du gleich mit, sozusagen, die ganze Runde hier. Und dann sagt man irgendeinen blöden Witz und dann entsteht ein Höflichkeitslachen so. Und ich kann nur von mir sagen, ich kann gar keine Witze erzählen, aber es gibt ein einziges Witz. Und das ist wirklich wahr. Ich habe mal eine, was war das eigentlich, eine Schlagersendung moderiert und da kam Roberto Blanco und wenn man ihn kennt, der ist wirklich ein Gentleman und er kam so wie Olli jetzt hier zu mir und ich habe ganz nett gesagt, ach Roberto, schön, dass du da bist, du wirst ja auch gleich ein Lied singen und ich wollte so einen kleinen Smalltalk halten und habe den gesagt, wie hast du denn geschlafen? Und er, wie eine Birne mit dem Stängel nach oben. Gut, und das ist der einzige Witz, den ich kenne. Aber ihr fand ihn witzig, oder? Ja, absolut. Boah, wie seid ihr denn drauf? Könnt ihr euch mal freuen? Ja. So, ja, geht doch. Also, ich sag ja auch, ich kann keine Witze erzählen. Und das ist der einzige Witz, weil ich den so lustig fand, dass ich mir den gemerkt habe. Jetzt habe ich Karten von Olli gekriegt. Zweites Problem in meinem Leben, Karten vorlesen. Also ich soll hier mit Gerüchten aufräumen. Haha, Dummchen-Image, Mörderwitz, oder? Das ist vorbei, Olli. Das ist 20 Jahre her. Inzwischen wissen alle, dass ich nicht nur größer bin wie du, sondern auch schlauer. So, aber das, hier heißt das zum Beispiel, an dieser Stelle möchte ich mal mit einem Gerücht aufräumen. Steht hier, ne? Ich lese es nur mal so halbwegs vor. Und zwar, dass mein Sohn San Diego nach dem Ort bezeichnet wurde, benannt wurde, in denen er produziert wurde, mit anderen Worten. Aber das stimmt nicht. Ich glaube, du verwechselst mich mit Victoria Beckham. Die hat drei Kinder. Weiß jemand von euch, wie die heißen? Brooklyn. Ja, wo ist er wohl gemacht worden? Hm, schwierig. Wie heißt der andere Sohn? Cruz. In Santa Cruz. Dann kommt ja noch Romeo. Man kann auch Romeo sagen. Na, Rom, klingelt's. Und Harper. Wer weiß denn von euch superschlauen Zuschauern, wo liegt Harper? Wer? In Harper. Harper? Ja, sie wurde in Harper gemacht. Oh Gott. Das ist in Westafrika. Und ich muss ganz ehrlich sagen, San Diego, da hat mir einfach nur der Name gefallen. Aber stellt euch mal vor, ich wäre jetzt zufällig mit Franjo so in Leipzig gewesen. Oder in Schwarzheide. Oder Celle. Schwanzheide wäre lustig. Nee, Schwarzheide, gewesen. Das gibt's tatsächlich. Aber ich immer so Celle, Schwarzheide. Oder Stuttgart. Darmstadt. Die Party findet im Darmstadt. Darmstadt, ja. Das wäre ein Top-Namen. Absolut. Aber dann hätte sie ihn auch nicht gegeben. Dann hätte sie ihn auch nicht gegeben. Eigentlich bin ich ja heute hierher gekommen, um meinen Podcast vorzustellen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heimlich ein Mikrofon reingeschmuggelt, wenn man hier mal hinschaut. Das ist eigentlich ein Podcast, den ich hier aufnehme. Also ihr habt jetzt die Chance, gleich richtig doll zu lachen, weil hier kommt nur der Ton drauf. Ja, also ich mache einfach mal weiter. Verona, ich würde dir gerne noch stundenlang zuhören. Nein, das sieht so um die Hauslampe. Wollt ihr die Hauslampe noch? Ja, so, die Wir Hauslampe. Wir wollen sie sehen. Das die Hauslampe, wer ist dafür? Ja. Das einzige Problem ist... Hauslampe hast du geschrieben. Du kannst noch ein Gag machen, weil die vom Nachtjournal sitzen da schon und denken, oh, jetzt kommen wirklich wichtige Sachen. Aber deine Gäste und die alle so... Ja, komm, hau die Hauslampe noch raus, aber dann ist... Vielleicht will ich ja jetzt gar nicht mehr. Ist kein Problem, dann moderiere ich die Sendung. Also die Hauslampe, hier steht, Franjo hätte mich mal Hauslampe genannt. Das ist nicht ganz richtig, Hauslampina. Und so viel Zeit muss sein und das liegt einfach daran, weil ich ihnen immer morgens Kaffee bringe und dann war ich das Kaffeemädchen, ich habe mich hochgearbeitet und irgendwann mal sagte er in einem Interview, oh, die ist schon süß, meine kleine Hauslampina. Und du hast hier einfach Hauslampe hingeschrieben. So, ich habe auch keine Lust mehr. Vielen Dank, Verona Poth.